Hi guys, it's me Andrea. Hallo, ich bin's Andrea. Ich werde euch heute eine Zeichnung zeigen und zwar arbeite ich hier auf Aquarellpapier und zeichne mit Bleistift vor. Das ist eine Feder und natürlich nicht naturgetreu. Ich mache etwas, was ich sonst selten mache und zwar dudle ich. Aber hier in dem größeren Stil, dieses kleine Gedudel, das ist jetzt nicht so meins. Dafür habe ich nicht die Geduld, aber so im Großen und Ganzen. Oder in diesem großen Stil ist das in Ordnung. Vor allen Dingen, weil ich ja mit meinen Aquablends kolorieren will und da auf diesen kleinen, winzigen Flächen zu arbeiten, das ist nicht meins, absolut nicht. I'm doodling, yeah, I'm working in watercolor paper with my pencil, start with a pencil and, but in a bigger scale. You know, this small doodles, they are not really mine, because I want to colorize it with Aquablends, so. That would be too tricky in these tiny places. So I left it quite big. I start with my pencil, as I said, and go over now with an ink pen and erase the pencil then afterwards when I've finished, you know, erasing and everything, so I can draw it down permanently. Ich habe jetzt, gehe ich mit dem Inkstift drüber, nachdem ich dann zufrieden war und nicht mehr radieren musste. Und ich werde das dann trocknen und ausradieren. Und das habe ich schon gemacht und fange jetzt mit meinen Aquablends an. Womit ich starte, ist, das ist jetzt hier nur wie sagt man das, ein Set von Stiften. Und zwar ist das Naturals, nein, Essentials, nein, Naturals, die natürlichen Farben. So. Und fand ich für diese Feder eigentlich auch ganz passend. Ich werde da in dem grün-blau-Bereich bleiben. Und jetzt fange erst an und werde die dunkleren Flächen aufmalen mit dem Blau, um es dann hinterher zu verwischen oder verblenden, besser gesagt, mit meinem Wassertankpinsel. Jetzt gucke ich so, wo ich ungefähr was haben will. Ich werde es auf einer Seite ein bisschen dunkler machen. Jetzt war ich nicht sicher, ob ich genug verblenden kann mit dem, was ich schon draufgezeichnet habe. Ich gehe hier jetzt noch ganz, ganz leicht drüber, um überall Farbe zu haben. I started with my Aqua Blends here. That is the set, the Naturals I'm using. And I stay with this set only. And it's what I will use is greens and blues mainly, you will see. So I started to put it down on one side very strong, and I wasn't sure if I could blend it out enough, if I have had enough color down. So I went over the other areas very, very lightly to make sure that I have a bit of color there, but not that dark, because I wanted to have this blending out transition effect. I'm working here with my water tank brush and try to get yeah, as I said, a nice transition. I didn't want to have strokey areas, but that is pretty easy to avoid when you, when you put it down, when you put down a lot of paint or paint, a lot of the pencil, the color pencil, then it is important that you really have a good layer. And to blend it out. And on the other side, the very light area, it's important that you are working very, very light-handed, that you won't get any strokes in there. Or, yeah, brush strokes at the end, or pencil strokes, better said. Ich habe jetzt schon gesagt, du, ich wollte jetzt vermeiden, irgendwelche. Manchmal ist man bei den Aquarellfarben dann teilweise ein bisschen schwierig. Da hast du dann diese nee, Pencil, ja, ein Stift. Die Striche vom Stift sieht man dann hinterher noch. Das kann man also ganz gut vermeiden, wenn man da, wo man ganz viel Farbe aufgibt, wirklich eine gute Schicht aufgibt und dann nach dem Verblenden kann man das wirklich, ja, ist das sehr, sehr weich, der Übergang. Und bei den sehr leichten Farben, wenn du nur wenig Farbe benutzt, dann sehr, sehr leichthändig arbeiten. Das heißt, nur wirklich einen Hauch auf das Blatt zu bekommen und das hinterher auszublenden. Wichtig ist auch die Bewegung,
des Stiftes, dass man da kreisen bleibt, um eben diese Striche zu vermeiden. Vermeide wirklich in Längsstrichen zu arbeiten. Am besten sind immer wirklich kreisende Bewegungen. Entweder ganz, ganz viel Farbe auftragen oder eben ganz, ganz leicht. Ich mag es halt gerne, auch direkt vom Stift zu nehmen. Das habe ich da am Rand, glaube ich, auch gemacht. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Da habe ich schon so ein bisschen Schattierung am Rand gemacht. Ich arbeite jetzt im Moment hier noch die Schattierungen aus. I start here to work on the shading even more. I had a look, where can I have or where do I want to have even more color, darker color. So, and that's a process I'm going through back and forth, you know, using the pencil or take the paint from the pencil with my water tank brush to be even more light-handed, to control it better. You know, when in I, for me, it is much easier to control the paint or the color or the amount of color I want to have on the paper when I take it from the pencil with my brush, because you can go always darker, but it's difficult to do it the other way around, you know. Starting here now with the greens, and that's where I start in the lighter areas, where I already started with the blue or where I already put blue down, and I will do that on the other side as well. So I start in the same way, put it really, really a thick, thick layer here on the paper with my pencil, and do it very lightly in the lighter areas. Ich arbeite hier im Prinzip genauso wie vorher mit den Grünen. Mache ich das jetzt auch auf der einen Seite arbeite ich mit meinem Stift und male eine sehr, sehr dicke Schicht erst und verblende das jetzt. Natürlich will ich das Blau nicht komplett verdecken. Jetzt arbeite ich hier in den noch frei gebliebenen Gebieten, will ich gerade sagen, Flächen und nehme dafür ein dunkleres Blau. Ich weiß gar nicht mehr, welche Farbe das war. Und verblende, ja, zeichne das erst wieder auf, male das erst wieder auf und werde es dann wieder verblenden. In den, ja, kleineren Flächen ist das natürlich unheimlich fummelig. Da muss ich immer sehr aufpassen, dass ich es da nicht übertreibe, weil ja, da kann man dann schwierig exakt verblenden, oder ich kann es nicht. Dafür bin ich ja schon wieder zu ungeduldig. In these small areas, you just saw me putting down some of the even darker blue. It is very difficult to me. Okay. To others might be easier to blend that out. So I try to be very carefully how much of my pencil I put down, because there's not a lot of blending going on, and correcting, that's the next thing. So, but I think that's okay. I wanted to have it darker anyway, so it is okay. I made this into a picture afterwards. I will frame it. I don't know if I show that actually, but then I will tell you, I will frame that, because that is of course far too big for a card. But making it smaller would mean that I have smaller areas again. That's why I made it that big. I really wanted to have bigger areas to colorize them properly. And I think I really like this motif, and I think I will do that again at some stage on the card. But it will be definitely an A4 card, not smaller. Otherwise, yeah, really have these tiny areas, and that would annoy me to colorize that with the aqua blends. You could use something different, but I really like to work with these pencils, and I really like to blend them out, and I can work them my way, you know, and that's why I like to use them. I have quite a lot of other watercolor paints, liquids, and there's little pots and everything, but this
pencils are very easy for me to use and blend with them, and they're very forgiving. So that's why I prefer that. I get for myself, I get the best results with them. Wie ich gerade schon sagte, ich mag wirklich am liebsten, wenn es um Wasserkalor, ja, um Aquarellmedien geht, bevorzuge ich wirklich die Stifte, weil das für mich als nicht gelernten Aquarellist das Einfachste ist. Die vergeben dir halt, du kannst auch schon mal kleine Fehler machen und kannst die relativ, oder ich kann die dann relativ gut korrigieren. Ich kann super damit ausblenden. Ich kann vom Stift, wie ihr seht, hier gerade nehmen und damit arbeiten. Was natürlich mit den flüssigen oder mit den Näpfchen relativ schwierig ist. Und deswegen habe ich so einen Spaß daran, die Stifte zu benutzen. Wie ich gerade schon gesagt habe, ich wollte, also mit dem Motiv hier mache ich sicherlich keine Karte, es wird ein Bild. Ich werde das hinterher noch einrahmen. Ich weiß gar nicht, ob ich das zeige, aber ist ja wurscht. Ich würde auch schon gerne eine Karte damit machen, aber das heißt, die würde dann ja wieder kleiner ausfallen, die Feder. Und dann habe ich auch wieder kleinere Flächen, aber ich muss mal schauen. Aber es wäre schon ein tolles Motiv. Ich arbeite jetzt hier an dem Hintergrund und das halte ich relativ leicht. Ich will jetzt kein großes Drumherum, sondern die Feder soll so für sich sprechen, ganz einfach. Dafür nehme ich eben auch wieder diese Technik, wie ich die Farbe abnehme hier vom Stift und dann aufs Papier bringe. Weißt du, dunkler kann es immer noch werden. Du kannst immer noch mal wieder und wieder drüber gehen. Aber wenn es einmal drauf ist, dann ist es relativ schwierig. So, I do the background here with my method of taking the paint from the pencil, because you always can get darker. But when it's down already very dark, it's difficult to remove it again. So that's why I work here in, yeah, let's say layers. A few splatters, and that's it. There won't be a close-up, I think, because there's not a lot of close-up to show, isn't it? You will see the pictures coming. So thanks a lot for watching, guys. I hope I will see you soon with my next video. And if you like it, please leave me a thumbs up, and even a comment would be great. Ich habe heute kein Close-up, weil so viel zu sehen gibt es nicht. Ihr seht jetzt die Fotos. Ich danke euch ganz, ganz lieb fürs Schauen. Hoffe, ihr lasst mir einen Daumen hoch da und selbst oder einen Kommentar, das wäre super. Ich hoffe, ich sehe euch bald wieder. Habt eine fantastische Zeit und vielen, vielen Dank noch fürs Schauen. Bis dann. Ciao.